Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich gerade so sehr, dass ich mal wieder so face to face einfach vor der Kamera sitze und einfach mit euch quatschen kann. Ich mache das so, so gerne. Und weil mich in letzter Zeit eh so viele nach meinem derzeitigen, wie sagt man denn, Everyday Make-up fragen, habe ich mir gedacht, das werde ich jetzt einfach mal mit euch gemeinsam schminken und gleichzeitig ein bisschen quatschen über ein ganz spannendes Thema, wozu ich auch immer echt viele Nachrichten logischerweise von Frauen bekomme. Ihr habt es ja jetzt im Titel schon gelesen, und zwar soll sich heute alles um das Thema Sport in Verbindung mit der Periode drehen. Also ein richtiger Girls Talk, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, nein, das Thema interessiert mich gar nicht, ich habe mit dem nichts am Hut, ich bin vielleicht ein Mann und finde das vielleicht sogar irgendwie eklig, dann dürft ihr jetzt einfach abschalten und beim nächsten Mal wieder dabei sein. Ansonsten sind alle herzlich willkommen, weil es ist doch ein Thema, was einfach so viele betreffen. Nicht nur 50% der ganzen Bevölkerung, nämlich den Frauen, sondern ich finde auch jeder Mann, der ja irgendwie in einer Partnerschaft mit einer Frau lebt, ja, bekommt einfach ein bisschen Einblick in das ganze Thema, und ich finde es einfach mega, mega spannend. So, ich darf jetzt aber gar nicht wieder so viel am Anfang reden. Ich muss gleich ein bisschen beginnen. Wie immer verlinke ich euch alle Produkte unten in der Infobox. Ich starte jetzt einfach mal mit meiner getönten Tagespflege. Die mag ich echt gerne. Die ist sehr natürlich. Ich zoome noch ein bisschen ran. So ist es besser. Ich habe hier meinen Spiegel. Nicht wundern, wenn ich immer ein bisschen nach unten schaue. Ja, also das Thema Sport und Menstruation. Ich würde gleich mal vorweg hier eine Umfrage an alle Frauen reinsetzen. Also Männer bitte jetzt nicht abstimmen, sonst würde das Ganze das Ergebnis ein bisschen fälschen. Und zwar, macht ihr während eurer Menstruation Sport? Das würde mich einfach jetzt vorweg schon mal richtig interessieren. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare das alles etwas genauer schreiben. Immer eure Meinung zu dem Thema da lassen. Ihr wisst, ich finde das immer mega spannend, wenn wir da einfach so gemeinsam uns austauschen. Aber oft ist einfach so eine Umfrage ein bisschen anonymer. Also stimmt mal unbedingt ab. Ich glaube echt, dass sich viele einfach nicht drüber sprechen trauen. Ich meine, keiner muss über irgendwas sprechen. Ich bin da einfach immer sehr, sehr offen, was solche Themen angeht, auch sehr ehrlich. Ich müsste jetzt natürlich nicht im Internet für alle über das Thema reden, nur ich bekomme einfach täglich immer so viele Nachrichten, weil ich einfach merke, dass viele sich mit, auch nicht mit Freundinnen vielleicht, drüber austauschen trauen. Deshalb mache ich das einfach und möchte da ein bisschen so, ja, das Tabuthema auflösen und ein bisschen, ja, Normalität reinbringen, weil einfach jeder mit dem Problem als Frau konfrontiert ist, und ich verstehe auch nicht, wieso man irgendwie drüber schweigen sollte und so weiter. Es sollte ja nichts Ekliges oder nichts Schlechtes sein, es ist einfach was ganz Normales und man möchte es verfluchen manchmal, aber es ist eigentlich so, dass der Körper sehr, sehr viel leistet und eigentlich jeden Monat auf eine eventuelle Schwangerschaft vorbereiten würde. Aber jetzt genug gequatscht, wir starten jetzt mal mit dem Thema, ob man es überhaupt darf. Also das Wichtigste gleich mal zuerst, also rein physisch gesehen spricht überhaupt gar nichts dagegen, dass man während der Menstruation, während der Periode, wie man auch immer sagen möchte, Sport macht. Im Gegenteil sogar, es kann sogar sehr hilfreich und förderlich sein. Denn was nämlich beim Sport passiert, ist, dass man die Durchblutung anregt, und dadurch können zum Beispiel Verkrampfungen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, alles Mögliche, was man halt so an Symptomen hat, ich glaube, ihr kennt es zu gut, und es kann wirklich sehr schmerzhaft sein, können gelöst werden. Es ist einfach auch für die Psyche sehr, sehr gut. Ich mache jetzt weiter mit dem Bronzer von Hoola Benefit. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, auch für die Psyche kann es sehr, sehr gut sein und aufmunternd sein, sage ich mal. Auch zum Beispiel, wenn ihr Sport an der frischen Luft macht, das hebt einfach gleich die Laune. Ihr kennt das sicher. Aber mein Tipp an euch ist, probiert da einfach ein bisschen aus. Aber ich würde euch einfach empfehlen, nicht von vornherein zu sagen, nein, ich kann heute nichts machen, ich muss nur rumliegen, weil ich habe meine Tage. Ich glaube, da versinkt man dann oft selbst ein bisschen, ich weiß es ja von mir, in Selbstmitleid, man hat so Schmerzen und alles ist schlecht. Deshalb probiert einfach mal aus. Auch wenn es zum Beispiel nur was Leichtes ist, einfach ein bisschen Bewegung, vielleicht eben an der frischen Luft, probiert das mal aus. Und was auch noch ganz interessant ist, wieso denn das Ganze so ist und verläuft, man spricht von zwei so Phasen. Also ich erkläre das jetzt mal nur so ganz, ganz grob, aber ich finde es trotzdem interessant, wenn man einfach ein bisschen weiß, was dahinter steckt. In der ersten Phase schüttet der Körper
das Östrogenhormon aus und dadurch wird einfach so die Stimmung gehoben, die Leistung auch gehoben. Und die zweite Phase, also die zweite Hälfte, da ist so, dass Progesteron ausgeschüttet wird. Man bekommt ja dann auch PMS. Also das prämenstruelle Syndrom habt ihr sicher auch schon gehört. Einfach die Tage, bevor man die Tage bekommt, wo man eher sich einfach nicht so gut fühlt, verletzlich fühlt. Und wenn man dann die Periode hat, wird es eigentlich schon besser. Und das Interessante ist, dass kurz vor dem Eisprung dann so die, ja, die, das Leistungshoch ist. Gerade jetzt im Leistungssport könnte man eben da ein bisschen besser so auf den Zyklus hören, wann man trainieren soll und so weiter. Wenn ihr jetzt ganz normal einfach Sport betreibt, würde ich euch einfach empfehlen, dass ihr auf euren Körper hört. Aber generell kann man sagen, dass in der ersten Phase der Körper mehr Leistung erbringen kann bei der Frau und in der zweiten Phase nach dem Eisprung bis hin zur Periode ist man eher geschwächter. In der Phase ist man auch ein bisschen anfälliger, was zum Beispiel Krankheiten und so weiter betrifft. Also auch schauen, dass man genügend Vitamine zu sich nimmt, Wasser wird eingelagert, die Körpertemperatur steigt auch, deshalb ist zum Beispiel auch Sport gerade in den Tagen kurz vor der Periode viel anstrengender, beziehungsweise man hat auch nicht so viel Ausdauer. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, vielleicht achtet ihr mal drauf. Ich kann euch einfach nur empfehlen, achtet oder hört einfach auf euren Körper, was euch gerade in der Phase gut tut. Aber generell ist es auf jeden Fall erlaubt, das ist schon mal das Wichtigste, beziehungsweise sogar förderlich für den Körper. Wenn man das auch so weiß, denke ich, ja, geht man vielleicht auch ein bisschen anders damit um. Und weil mich auch schon oft welche gefragt haben, ob ich ganz normal Sport mache während meiner Periode oder wie das bei mir so läuft. Also ich mache generell normal Sport. Also ich sage jetzt nicht, oh Gott, jetzt darf ich 5 Tage keinen Sport machen, weil jetzt sind wieder die Tage da. Aber ich achte schon auf jeden Fall auf das, was mein Körper sagt. Ich habe oft wirklich sehr starke Schmerzen in den ersten 1-2 Tagen. Und dann mache ich dann zum Beispiel auch kein Krafttraining oder so, weil das ist, man fühlt sich einfach überhaupt nicht danach. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Aber ich schaue trotzdem, dass ich mich bewege, ob es irgendein leichteres Workout ist oder einfach eine Runde spazieren an der frischen Luft und so weiter. Also das geht auf jeden Fall. Und jetzt habe ich mir gedacht, teile ich euch noch ein paar Tipps. Okay, ich muss mich, glaube ich, oh Gott, kurz ein bisschen konzentrieren beim Eyeliner ziehen. Vor allem, wenn er dann auf beide Seiten gleich sein soll. Okay, er ist so mittelmäßig schön geworden. Die Wimpern habe ich mir eigentlich vorhin schon ein bisschen gebogen, weil ich mir immer gern die Wimpernzange mit dem Föhn erwärme. Und den habe ich im Bad. Ich habe nämlich echt sehr, sehr gerade Wimpern, aber sehr lange. Aber wenn sie so gerade sind, fällt es irgendwie gar nicht auf. Deshalb muss ich sie einfach immer biegen. Und jetzt nehme ich mir die Clinique Fit Mascara. Das ist übrigens, die muss ich nämlich jetzt aufbrauchen, die Mascara aus dem Fitness Make-up Live Test. Da habe ich mir extra Fitness Make-up gekauft und das getestet. Unter harten Bedingungen, also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch hier mal, dann könnt ihr euch das mal gerne anschauen. Aber die Mascara jedenfalls, kurzer kleiner Spoiler, war gar nicht so schlecht. Ja, aber jetzt möchte ich noch zu den Tipps kommen. Also meine Tipps, was jetzt Sport und Menstruation betrifft. Ich finde schon mal ganz, ganz wichtig die Kleidung, was man anhat, damit man sich einfach auch wohl fühlt und nicht irgendwie unwohl fühlt und nicht irgendwie, ja, die ganze Zeit irgendwie Angst hat, dass was rausguckt. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel Mannschaftssport macht oder im Fitnessstudio Sport. Also einfach, wo man nicht alleine zu Hause trainiert. Ansonsten ist es ja egal. Ich würde euch empfehlen, zieht euch dunkle Hosen und relativ dicke Hosen an. Dann hat man irgendwie nicht sofort so das Gefühl, oh mein Gott, wenn da jetzt ein kleiner Fleck irgendwo passiert, dass man ihn einfach nicht sofort sieht. Ihr könnt mir gerne mal, wenn ihr das wollt, eine peinliche Geschichte, die euch vielleicht mal passiert ist, in die Kommentare schreiben. Obwohl peinlich eigentlich das falsche Wort ist. Das war jetzt eigentlich doof gewählt von mir, weil eigentlich ist es ja auch was ganz Normales. Es ist halt dann ein peinlicher Moment so für einen selbst. Aber eigentlich muss es euch nicht peinlich sein, weil ich glaube, jedem ist schon mal irgendwas passiert. Aber jedenfalls eine dicke, dunkle Hose und vielleicht auch noch, das finde ich auch ganz praktisch, wenn man einfach an dem Tag ein Oberteil anzieht, das hinten ein bisschen länger ist, dass man einfach sich sehr geschützt fühlt. Und ich finde einfach auch, man will ja irgendwie auch alles so schön warm und eingepackt haben in der Zeit. Das kennt ihr sicher auch, wenn irgendwie, ja, man dann so bauchfrei ist und alles so kalt ist, da will man erst gar nicht trainieren, da fühlt man sich dann noch irgendwie verletzlicher. Und was jetzt zu den Hygieneartikeln, was ich euch da empfehlen kann, ist, also das ist jetzt natürlich nur
meine persönliche Meinung, aber ich glaube, ich habe ja genau im letzten Girls Talk Video habe ich ja über das Thema Menstruationstasse gesprochen. Und die kann ich euch auch wirklich sehr empfehlen, wenn man Sport macht, weil ich finde, da sitzt alles, da braucht man keine Angst haben. Gerade zum Beispiel, wenn man so, wie soll ich das jetzt beschreiben, Kraftsport zum Beispiel macht während der Menstruation, da kann halt ganz ruckartig mal was passieren. Und gerade wenn man jetzt eine Binde zum Beispiel drin hätte, hätte ich einfach ständig Angst, dass irgendwas verrutscht bei jeder Bewegung, die ich mache. Und ich finde, da fühlt sich alles sehr safe an. Aber schreibt auch gern mal so eure Tipps und Tricks in die Kommentare. Einen Tipp habe ich auf jeden Fall noch. Und das ist der Tipp, seid nicht zu streng mit euch. Das sollte man nie sein. Aber gerade in der Zeit, eben, wo es einem nicht so gut geht und man einfach nicht die Leistung erbringen kann, die man sonst erbringt, finde ich, muss man ein bisschen Rücksicht nehmen und wie vorhin schon gesagt habe, eher so das Positive probieren zu sehen, weil einfach der Körper ja wirklich jeden Monat richtig viel leistet, eigentlich. Mit sehr vielen Symptomen und Schmerzen verbunden, aber er leistet was. Und wenn einfach mal nicht das Workout so funktioniert, wie sonst an anderen Tagen funktioniert, seid nicht zu streng. Das ist übrigens mein allerliebster Liquid Lipstick, der ist auch matt, den verlinke ich euch auch gern. Und der hat so Avocadoöl drin. Jetzt funktioniert das echt gut. Und denkt einfach dran, dass, ja, das ein Zyklus ist. Und man hat dann einfach wieder viele Tage seine Ruhe, bevor wieder alles von vorne beginnt. Also ich zeige jetzt mal den Look. Ah, ich glaube, ich habe noch oben hier, ja, bin ich noch schwarz, wie immer, von der Mascara. Ich schaffe das einfach fast nie, dass hier oben nichts landet. Aber wenn es eingetrocknet ist, geht das echt gut mit dem Wattestäbchen ab. Und dann bin ich eigentlich fertig. Also so sieht der Look aus, wirklich relativ natürlich. Die Lippen machen gleich mal recht viel aus, obwohl es eigentlich nur die Lippen sind. Ansonsten ja eigentlich nur Wimperntusche, Eyeliner und der Rest halt. Ich hoffe, mein Make-up gefällt euch. Und ich hoffe, euch hat jetzt auch das Video und der Talk von mir gefallen, dass er euch erstens vielleicht ein bisschen weitergeholfen hat, ein bisschen aufgemuntert hat, motiviert hat. Und vielleicht waren auch ein paar Tipps dabei. Wenn ihr noch andere Tipps habt, wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn ihr mir die in die Kommentare schreibt. Und ich freue mich auch über neue Talk-Ideen, was auch immer das für eine Idee ist. Schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nächstes Mal schon wieder. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn es euch, wie gesagt, gefallen hat. Und meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!